Sowas brauche ich, das sieht krass aus. Oh, das nervt mich jetzt schon voll. Nach ungefähr einer halben Stunde sieht es halt nicht mehr so geil aus. Die stinkt. Boah, ist das echt so schlimm. Das macht ein bisschen Angst auch irgendwie, ne? Ich glaube, ich will mir gerne mein Auge zusammen. Ist das wichtig? Hallo! Dzień dobry. Wir testen heute mal wieder einige TikTok-Produkte, die ich so die letzten Wochen bestellt habe. Mir ist gerade aufgefallen, das sind alles so Beauty-Produkte, also mehr so eine Special Edition. Es sind wieder Produkte, wo ich dachte, wow, sowas brauche ich, das sieht krass aus. Und jetzt teste ich es, ob es wirklich so gut ist, wie beworben. Hey Leute, ein Video on a mich ist gar kein Video, oder? Du merkst auch immer, wenn so ein Video anfängt, ne? Ich bin der Star. Oh, hier. Du bist so süß. Okay. Machst du Platz irgendwo? Na gut, okay. Komm hopp. Komm hopp. Hier. Oh. Here is dog gut. Mir ist auch aufgefallen, dass ich alle Produkte richtig krass heute testen muss und das nervt mich jetzt schon voll. Okay, fangen wir an mit einer Bürste. Und zwar habe ich die heute Morgen schon benutzt. Die muss man nach dem Duschen mit nassen Haaren benutzen. So sieht die Verpackung aus. Und das ist die Bürste. Die Bürste ist nämlich für Locken und Wellen geeignet. Und zwar ist sie dafür da, falls ihr von Natur aus Locken oder Wellen habt, dass diese Locken oder Wellen halt so ein bisschen definiert herauskommen, ein bisschen schöner aussehen. Und ich persönlich habe leider keine Locken. Ich bin nicht gesegnet damit, irgendwas in meinen Haaren zu haben. Ich bilde mir manchmal ein bisschen ein, dass ich Wellen habe. Und ich versuche seit Jahren, diese Wellen rauszukriegen, okay? Also rauszukriegen im Sinne von an die Oberfläche zu holen. Weil wenn ich meine Haare so ein Curly Hair Method mäßig mache, und ich habe alles schon ausprobiert, also wirklich von allen Gels, die es gibt, bis hin zu so einer Bowl Method, wo man nochmal nach dem Duschen mit seinen Haaren immer in so eine Bowl rein und die dann rausscruncht und alles. Leinsamengel habe ich auch ganz viel schon gemacht und benutzt. Und meine Haare sehen manchmal mehr, manchmal weniger wellig aus, aber nach ungefähr einer halben Stunde, nachdem ich die geföhnt habe, sieht es halt nicht mehr so geil aus. So, und das ist halt das nächste Ding, was ich jetzt mal ausprobieren würde. Ich habe die nicht bei der TikTok-Seite gekauft, sondern einfach bei Amazon bestellt, weil da ist es meistens günstiger und kommt auch schneller an. Und man hat eine Garantie, dass man es zurückschicken kann, weil das hat man ja bei diesen scammy TikTok-Seiten einfach nicht. Hat 8,88 Euro gekostet und ich sehe gerade, hier gibt es noch so eine andere Bürste, die sieht noch krasser aus. Heißluft-Styling-Bürste. Und jetzt schneide ich euch hier den Clip von heute Morgen rein, wie ich die getestet habe. Ich habe gerade geduscht und jetzt schauen wir mal, wie diese Bürste hier funktioniert. Dann haben sie noch super nass. Moment, ich schiebe euch mal ein bisschen mehr zur Badewanne. Meistens mache ich alles immer über Kopf, also so Dinge reinkneten und so. Ich nutze immer dieses Zeugs hier und so ein Gel. Und wie gesagt, ich habe keine Locken. Die Bürste ist nämlich für Locken und Wellen geeignet. Das Höchste, was ich rauskriege, sind leichte Wellen. Und die klappen halt auch mal besser, mal schlechter. Mache ich es über Kopf, oder? Nein, nicht. Meine Haare sind da vielleicht auch noch zu kurz für. So, normalerweise kämme ich sie einmal mit so einem Tangle-Teaser durch. Und mit so einem dünnen Kamm gehe ich dann auch einmal durch. Und das teilt die ja eigentlich auch schon in diese Strähne. Deswegen glaube ich nicht, dass die Bürste bei mir noch irgendwas krass ändern wird. Ich mache die nochmal ein bisschen nasser. Okay. Und jetzt? Keine Ahnung. Ah. Okay, jetzt kann ich es. Boah, diese Bürste stinkt. Das ist richtig schlimm. Kann man so. Und dann teilt das die Haare direkt in diese. Also ich sehe gerade keinen Unterschied zu, wenn ich die einfach hier mitteile. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man wirklich eine krasse Lockenstruktur hat, das vielleicht was bringt. Ja, also genauso sieht es halt auch aus, wenn ich es mit einem Kamm mache. Ich habe die jetzt in das T-Shirt gemacht und dann sehen wir uns gleich nach dem Haarenföhn. Das jetzt direkt nach dem Föhn und das ist auch, glaube ich, das Maximum, was ich aus meinen Haaren rausholen kann. Also ich hatte schon Phasen, wo es noch mal ein bisschen definierter auch mal war, aber an sich ja, das sind so meine Haare. My name is Bella Hadid. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich eine bessere Locken- oder Wellenstruktur hat, dass man die Bürste dann richtig gut nutzen kann. Aber man muss sie jetzt auch nicht unbedingt haben. Also vor allem die, die ich jetzt bei Amazon einfach bestellt habe, die stinkt. Boah, ist das echt schlimm. So ein
einen Kamm tut es halt auch um die Haare. Dann, also wenn man die einmal durchbürstet und dann einmal mit so einem Kamm durchgeht, dann sind die genauso, für mich genauso definiert wie mit der Bürste. Aber ich habe mir noch ein paar Videos angeguckt und ich glaube, für Menschen, bei denen sich die Haare direkt auch schon nach dem Bürsten so locken, kann sein, dass das nochmal besser ist. Irgendwie funktioniert es dann richtig gut, wisst ihr, wenn das so gebürstet wird und beim Bürsten dann direkt so aufgeteilt. Genau. Ja, und meine Haare, also so könnte ich nicht rausgehen, weil in ungefähr 20 Minuten sind die richtig strähnig und fallen so auseinander. Also es ist halt irgendwie keine Frisur, ne? Also, was sage ich? Was ist mein Fazit? So wie meine Haare jetzt aussehen, das war nicht durch die Bürste. Ich bin nochmal mit einem Lockenstab durchgegangen. Du bist eine Fake. Ich wünschte halt wirklich, dass meine Haare so von Natur aus aussehen würden. Wie gesagt, also ich glaube, für Menschen, die wirklich eine lockige Struktur haben, könnte das schon was bringen mit diesen Dingern hier. Und sie ist jetzt auch nicht so krass teuer, also ich verlinke sie euch mal in der Infobox. Ich merke auch dieser Geruch, den ich heute Morgen die ganze Zeit meinte, der ist immer noch da, aber ich glaube, der verfliegt so ein bisschen. Also ich wedel hier gerade die ganze Zeit damit rum und ich rieche es nicht mehr so. Kommen wir zum nächsten TikTok-Produkt und zwar ist es ein BH. Und Leute, diesen BH habe ich jetzt seit ungefähr 2 Wochen und ich habe ihn sehr oft getragen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich liebe ihn. So sieht er aus. Es ist so ein BH, den man gut unter T-Shirts tragen kann. Und ich weiß nicht mal, ob das der richtige aus der TikTok-Werbung ist. Ich blende euch hier die Werbung ein. Den nehme ich auch bei Amazon bestellt. Er sah 1:1 auf den Bildern aus, wie aus der Werbung. Und da dachte ich mir so, komm, warum sollte ich nicht den bestellen? Und die werben ja auch in ihren Videos und so auf TikTok oft mit Produkten, die sie gar nicht so verkaufen. Und man hat schon gesehen, dass das so eine Dropshipping-Seite ist. Ich habe den jetzt in Größe L. Und der ist so toll. Der hat hier so Einlagen drin, aber kein Push-Up. Also es ist komplett nur eine glatte Einlage. Und der ist so bequem. Ich kann euch den gleich mal, ich ziehe den gleich mal an. Der ist so bequem. Der macht einen sehr schönen Ausschnitt und man sieht ihn halt unter T-Shirts nicht so gut. Ich habe jetzt halt so ein helles Nude genommen. Okay, den gibt es leider nur in der Farbe, in Weiß und in Grün. Also wenn ihr eher so ein hellerer Hauttyp seid, dann ist der halt voll gut. Aber ansonsten würde ich euch eher noch Grün empfehlen, dass man Grün unter weißen T-Shirts vielleicht auch nicht so sehr sieht. Weiß sieht man voll unter weißen T-Shirts oder unter helleren T-Shirts. So Nude-farbende oder abgestimmt auf eure Hautfarbe halt. Oder rote BHs sieht man nicht unter T-Shirts. Der hat 14,99 € gekostet. Ich sehe gerade, jetzt gerade kostet er nur 10,99 €. Und das ist einer der bequemsten und besten T-Shirt-BHs, die ich je anprobiert habe. Also guck mal, der ist so komplett nahtlos und einfach, das ist super weich, das Material, und ich liebe den. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich hatte noch nie einen BH an, der so aussah, obwohl es kein Push-Up-BH ist. Es ist einfach so bequem. Ich liebe den. Ich habe gerade noch mal geguckt, also ich habe jetzt eine L, der geht nur noch bis XXL. Also der ist leider nicht für so viele Größen da. Ich versuche jetzt mein Oberteil hier irgendwie anzuziehen. Also einfach so ein richtig guter BH für, wenn man so ein bisschen mehr Ausschnitt haben möchte. Oder allgemein unter jedem T-Shirt, wo man dann nicht so diese ganzen Nähte und so haben möchte. Weil das drückt überhaupt nicht durch. So, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar, das ist eine Werbung, die habe ich jeden Tag mehrmals auf meiner For You und... das Produkt hätte ich mir so jetzt eigentlich nie geholt, wenn ich dieses Video nicht machen würde. Und zwar geht es um so Nagelgel, UV-Gel-Strips. Also das klebst du dir auf den Nagel, dann kann man es unter so einer Lampe aushärten lassen und dann hast du halt so schöne Nagelzeugs drauf. Meine Nägel macht meine Mama mir immer und ich trage sie halt am liebsten einfach so super natürlich. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, das einmal mal auszutesten. Als ich zum ersten Mal auf der Seite war, war ich etwas schockiert, wie teuer das ist. Weil die Werbung sieht halt einfach wieder aus wie so billige Dropshipping-Sachen. Wenn man sich ein Starter-Set mit 3 verschiedenen Nageldesigns und einer UV-Lampe holt, dann kostet das 59 €. Reduziert von 99 €. Das wäre mir einfach viel zu teuer, um es einfach nur mal zu testen. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe hier eine UV-Lampe sogar. Oder ich hätte meine Mama halt auch fragen können. Und dann habe ich auch noch gesehen, weil das hatte ich vorher halt nicht gesehen, man kann die Dinger halt auch einzeln kaufen. Deswegen habe ich mir 1 davon gekauft und einmal Nägel kostet 15 €. Einmal Nägel machen, so richtig wie ich es habe, kostet so um die 40 €, würde ich sagen. Deswegen, je nachdem, wie lange das hält, wäre das ja auch eine Option. Ja, dafür müssen wir jetzt an den Tisch gehen. Das nervt mich jetzt schon voll. Er sieht voll schön aus mit dieser Pflanze hier. Wow. Ich habe hier schon mal für das nächste auch alles vorbereitet. Das müssen wir nämlich auch gleich hier am Tisch machen. So, wir machen mal das jetzt. Ich mache meine Ringe ab. Wir kommen im Beauty-Salon von mir, Vanessa Berg. Was darf es denn sein? Ich soll Ihnen einmal zeigen, wie das geht. Natürlich, selbstverständlich. Moment. Genau, also wir haben hier einmal ganz tolle UV-Gel-Strips. Es ist super einfach in der Handhabung. Wir müssen erstmal einmal die Nägel glätten und sie mit einer
sie mit einer Nagelfeile glätten und abgestorbene Haut um die Nägel entfernen. Oh, Nagelfeile. Entschuldigung, mein BH guckt manchmal etwas raus hier. Ich glaube, ich sollte mir den anderen anziehen, oder? Also, ich glaube, ich setze mit meiner Nagelfeile... Eigentlich raut man die ja an und glättet sie nicht. Also, weiß ich nicht, warum steht... Das Mikro lag hier die ganze Zeit. Ich hoffe, der Ton war trotzdem in Ordnung. Ich möchte meine Nägel eigentlich nicht anrauen, weil meine Mama hat mir die gemacht. Ah, wie ich sehe, in dem Set integriert haben wir nämlich auch eine Nagelfeile und so ein Holzpieksding, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Nee, ich mache das lieber mit meiner Nagelfeile. Die ist ein bisschen... professioneller. So, ich mache das erstmal mit einem Nagel, ey. Bevor ich hier wirklich alle meine Nägel kaputt mache. Genau, dann hier noch so ein bisschen die Nagelhaut. Ich finde Nagelhaut zurückschieben so eklig. Kennt ihr das auch, wenn... Also ich weiß nicht, ob das so üblich ist, weil meine Mutter macht das nicht so krass. Aber auf TikTok immer, wenn ich sehe, wenn Leute Nägel bekommen, dann schieben die diese Nagelhaut so krass zurück und schneiden die immer so komplett ab. Und ich finde das einfach so eklig. Wenn ich in einem Nagelstudio wäre, wo die mir das machen würden... Nee. So, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was ich ausgesucht habe. Ich habe es letzte Woche bestellt. Habe schon wieder vergessen, wofür ich mich entschieden habe. Wie macht man das auf? Ich glaube, irgendwas Blaues habe ich mir ausgesucht. Oh nee, so pastellig. Sowas war das. Genau, hier. Das sind die Nägel, für die ich mich entschieden habe. Also auf meinen Zeigefinger passt halt nur der Lilane. So, reinigen Sie Ihren Nagel mit unserem magischen Haftzauber und warten Sie, bis die Nägel... Den habe ich nicht. Ist das wichtig? Ich habe hier sonst noch etwas zum Entfetten für die Wimpern, weil wir das gleich brauchen. Wählen Sie passende Größe für Ihren Nagel aus und entfernen Sie die klare Schutzfolie. Tragen Sie die Folie vorsichtig auf den Nagel auf. Das macht ein bisschen Angst auch irgendwie, ne? Das ist so ein wichtiges Ding hier jetzt. Das bleibt ja bestimmt für ein paar Stunden, bis eine Woche oder so. Die Nagelhaut wegschieben ist jetzt nicht mein Talent. Ich weiß halt auch nicht, welche Größe. Ist die richtig oder die? Die können schon zu groß sein, aber die andere können auch zu klein sein. Okay, hier ist jetzt das Ding, was auf meinen Nagel kommt. Okay, ich habe mich auf jeden Fall schon mal für die richtige Größe entschieden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich brauche noch eine Schere. Och, Mann. Oh. Hier würde ich die große nehmen. Ich nehme die große. Muss ich das hier vorne so umklappen? Und mit der Nagelfeile. Wo ist die? Oh. So. Sieht das jetzt aus. Und jetzt muss das Ganze für eine Minute unter die UV-Lampe. Also warten wir jetzt. Eine Minute ist rum und das Zeug ist jetzt auf meinen Nägeln und ich bin immer noch nicht ganz zufrieden hier mit diesem Ende. Sieht das Ganze auf jeden Fall aus? Seht ihr das gut? Also eigentlich ging es jetzt ziemlich easy und ich finde es auch ganz schön. Warte mal, wir haben jetzt noch, bis das Video online kommt, 5 Tage. Also werde ich einfach in 5 Tagen nochmal kurz ein Video aufnehmen und das jetzt hier reinschneiden, wie lange der jetzt hält. Und ich werde mir jetzt auch noch alle anderen machen, weil... Nee, wir testen das jetzt einfach nur mit diesem einen hier. Aber an sich fühlt es sich schon robust an. Man könnte jetzt halt wahrscheinlich noch mit einem Klarlack drüber oder mit irgendeinem Gel oder Lack oder sowas. Aber ansonsten... Kann man mal machen. Hey, wir haben 5 Tage später und der Nagel ist immer noch dran. Ich habe nicht mal Klarlack oder so drüber gemacht. Also... Ja... Ist approved. Finde ich ganz gut eigentlich, wenn man so Bock auf irgendein Design hat. Unser nächstes Produkt werden wir auch direkt hier am Tisch testen. Und zwar hab... Wo ist es? Ach da. Und zwar ist das nächste Produkt Fake Wimpern von der Marke Bema Lashes. Bema Lashes? Bema Lashes? Ich finde es immer ganz süß, wenn da irgendwie so Süßigkeiten dabei sind. Das zeigt irgendwie, finde ich, dass es so ein Kleinunternehmen ist. Und hier vorne steht auch von Julia Zwifka. Ich glaube, das ist auch wirklich dann aus Deutschland. Also... Zumindest das Unternehmen. Oh, ich muss mich jetzt abschminken. Och. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Do-It-Yourself-Wimpern-Kit bestellt. Das sind einmal hier, ich glaube, 4 verschiedene Paar Wimpern. Die sind auch so vereinzelt da dran. Ich würde mir halt am liebsten die natürlich aussehenden dran kleben. Und ich würde sagen, das wären die hier. Ich habe das Kit Friday oder so hieß das, glaube ich. Boah, das passt voll zu meinem Nagel. Und dann haben wir hier noch ein Wimpern-Zubehör-Kit mit Kleber, Versiegler, Entferner und Applikator. Das sieht so aus. Ich finde, an sich, das Packaging hat mich schon mal auf jeden Fall. Ich finde das wunderschön. Hier hinten steht auch vegan. Ich bin ja generell auch eigentlich, also ich lifte mir meine Wimpern manchmal selbst und ich bin der Meinung, dass ich das ganz gut kann. Also ich habe so diese Fingerfertigkeit dafür. Deswegen würde ich sagen, sollte ich das eigentlich auch ganz gut hinkriegen, solange der Kleber und alles auch wirklich gut sind. Ey, und diese Wimpern habe ich mindestens genauso oft wie diese Nageldinger auf meiner For You. 54,99 € habe ich dafür bezahlt. Die sollen aber eigentlich schon lange halten. Also ich glaube jetzt nicht nur so 1-2 Tage, sondern schon ein paar Wochen. Okay, ich finde gerade nichts dazu, wie lange die halten sollen, aber...
ich denke mal schon so mehrere Tage bis ein, zwei Wochen, würde ich jetzt mal so sagen. Also Schritt 1, reinige deine natürlichen Wimpern mit ölfreiem Make-up-Entferner. Ich habe wasserfeste Wimperntusche drauf, deswegen muss ich ölhaltigen Make-up-Entferner benutzen. Aber ich habe hier auch noch so einen Wimpernreiniger zum Entfetten von Haut und Wimpern. Ich denke, wenn ich das dann nach dem Make-up-Entferner drauf mache, dann sollte das passen. Ich hätte auch einfach die Wimperntusche heute weggelassen. Ich habe es irgendwie komplett vergessen, dass ich ja heute was an meinen Wimpern mache. Ich glaube, es ist ausreichend entfettet. Boah. Die Augenringe habe ich schon seitdem ich geboren bin. Trage den Wimpernkleber im unteren Bereich der eigenen Wimpern auf. Vermeide jedoch die Spitzen deiner Wimpern. Um einen besseren Halt zu erzielen, trage lieber eine dünne Schicht Wimpernkleber auf. Weniger ist mehr. Warte nun 30 Sekunden zum Antrocknen. Darf ich dann 30 Sekunden lang nicht blinzeln? Ich biege meine Wimpern einmal, damit das ein bisschen einfacher ist, weil die sonst so mega gerade sind. So, hier ist dieser Applikator. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Applikator oder mit meinen Fingern besser hinkriege. Warte mal, für welches Auge ist denn das dann? Wenn ich drauf gucke, nur hier das klebt, dann ist das für dieses Auge und das für dieses Auge. Okay, also wir kleben die Wimpern auf die eigenen Wimpern. Das ist voll viel. Oh nein, soll das so viel sein? Ich glaube nicht, das ist schon weniger als mehr. Oh, ich habe viel zu viel nach vorne auch gemacht, ey. Moment, das muss weg. Boah, das klebt voll schnell. Oh mein Gott. Ich glaube, ich klebe mir gleich mein Auge zusammen. Hier klebt alles. Alles klebt. Oh mein Gott. Meine vorderen Wimpern kleben die ganze Zeit aneinander, also die oberen und die unteren. Das habe ich gerade mal gesagt, dass ich sowas meine zu können. Dann nehme ich mir jetzt diese Wimpern hier, glaube ich, irgendwie, warte so, und klebe die, sieht man das, hier an die Wimpern. Nö, so nicht. So. Wow. Ich habe noch nie so krasse Wimpern. Okay, nächste. Nee, ich kann das mit dem Finger besser. Ich schwöre, ich habe gar keinen Kleber mehr im Auge. Ich habe den überall, aber nicht am Auge. Also nicht an den Wimpern. So. Ich glaube, ich habe es jetzt. Und danach drücken die das ja nochmal so zusammen irgendwie. Aua, 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 aua. Okay. Wow. Also sieht schon... Ich fühle mich hier richtig hässlich in diesem Licht und so. Und ich habe gerade richtig krasse Insecurities, mein Gesicht so nah zu filmen. Aber okay, wir gucken jetzt nur auf meine Wimpern. Das sieht schon krass aus, ne? Also im Vergleich jetzt zu meinen normalen Wimpern und den Wimpern. Und ich finde, es sieht auch ziemlich natürlich aus. Also ich mag das oft nicht, wenn Leute in einem Wimpernstudio sich die so ankleben lassen. Ich finde, die haben immer viel zu viele Wimpern auf einem Fleck so. Und dann ist es so richtig so... Pff. Aber ich finde, hierbei geht's noch gerade so. Ich mache jetzt nochmal die andere Seite und dann, genau, schauen wir nochmal. Okay, um die Wimpern zu versiegeln, soll man nach 2 Minuten auf den Wimpernkleber oder auf die Wimpern nochmal so einen Topcoat machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die versiegeln will. Ich kann damit doch nicht leben. Wie gehen Leute mit sowas schlafen? Ich kann das nicht. Also ich muss die abends abmachen, oder? Ich habe es jetzt auf jeden Fall schon besser raus. Also man muss nicht wie mit so einer Mascara hochgehen, sondern man muss es einfach nur einmal unten andrücken. Okay, ich hab's. Ich fühle mich ein bisschen komisch und anders und nicht so ganz wie ich. Das sieht so krass aus. Okay, so. Das ist jetzt der fertige Look. Und ich finde es eigentlich richtig gut. Ich finde es ein bisschen ungewohnt, weil ich eigentlich nie meine Wimpern so sehr sehe und generell auch nie krass geschminkt bin. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen so... Obwohl eigentlich... Ich finde, die sehen aber gerade noch so natürlich genug aus, dass es jetzt nicht zu viel ist, so. Ich müsste mich jetzt natürlich noch so ein bisschen um die Augen schminken, weil Augenringe und Adern und so, ich habe das immer so ganz viel um die Augen rum. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt mehrere Tage lang testen werde, weil ich sehe mich schon heute Abend, dass ich mir die alle abziehe, weil ich damit nicht schlafen werden kann. Ich glaube, es wird mich nachts so nerven, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht diesen, wie heißt das, Topcoat oder also das zum Versiegeln drauf gemacht, weil ich das einfach nicht dauerhaft, glaube ich, auf meinen Augen haben kann. Was ich aber sagen kann, also ihr habt hier... ein Set von 4 Wimpern. Und ich glaube, die sind auch wiederverwendbar. Wenn der Kleber irgendwann nicht mehr halten sollte oder ich mir die wirklich heute Abend abziehe, dann denke ich mal, kann ich die gut säubern und hier wieder reintun. Und dann habe ich die halt immer noch. Und ich habe auch schon öfter so aufklebende, so Fake Lashes von DM und so ausprobiert für so einen Abend. Und die fand ich alle schlechter als das hier. Also sogar, wenn man die nur für einen Abend anklebt, finde ich die so viel besser in der Handhabung und auch allgemein. Ich finde, die sehen halt richtig gut aus. Ich werde sie auf jeden Fall nutzen, wenn ich irgendwo weggehe und Bock habe auf richtig krasse, geile Wimpern. So. Ich werde sie jetzt eher nicht dafür nutzen, dass ich durchgehend
solche Wimpern habe. Aber ja, allgemein finde ich das definitiv gute Produkte. Ich fand den Kleber richtig gut, also viel besser als viele Wimpernkleber, die ich so bis jetzt benutzt habe. Ja, ich bin eigentlich begeistert. Das war's mit diesem Video. Okay, was sagst du? Mach mal lieber was mit Snacks. Am besten für Hunde. Genau. Dein Kopf riecht so gut, weißt du? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht tut, lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Okay, du darfst nicht an meine Wimpern gehen. Schade.